Servus Leute, ja, willkommen zu meinem Lesemonat und zu meinen Neuzugängen aus dem Dezember. Ja, ich habe die Neuzugänge mal wieder mit dazu gepackt oder ich packe sie jetzt dazu, weil ja, so viel war es eben im Dezember nicht, was an Neuzugängen gekommen ist. Ja, aber zuallererst will ich mit meinem Lesemonat anfangen. In meinem letzten Lesemonat Neuzugänge-Video habe ich ja von Navisur gesprochen und wie ich dieses Präludium Kara und Draco Adest Kara, also die ersten beiden Teile dieser Fantasy-Saga Navisur gelesen habe. Und ich habe eben am Anfang dieses Monats begonnen, das Präludium, Dariel zu lesen. Also diese, ihr müsst wissen, das sind Navisur, ist einmal eben aus der Sicht von Kara geschrieben und einmal aus der Sicht von Dariel. Beide Charaktere haben in der Story immer wieder Berührungspunkte, schon alleine, weil Dariel irgendwann bei Kara sozusagen mit einzieht in die WG, in der Villa, in der auch Ginga lebt. Ja, und wie gesagt, ich habe das Präludium, diese Vorgeschichte von Dariel gelesen und mittlerweile dann danach, weil ich musste unbedingt dieses Draco Adest von Dariel, also dann der zweite Teil von Dariel, unbedingt auch lesen, weil da schlicht und ergreifend weitere Dinge passieren, die man schlicht und ergreifend bei Kara nicht mitbekommt. Und ich glaube, dieses Draco Adest von Dariel ist in der zeitlichen Linie weiter fortgeschritten als das von Kara. Also man bekommt ein bisschen mehr Story geliefert. Ich werde euch jetzt trotzdem mal das Präludium hier mal ganz schön viel. Egal. Das kann unmöglich wahr sein. Was würdest du tun, wenn sich deine ganze Welt verschiebt? Wenn alles falsch zu sein scheint, was du dein Leben lang gelernt hast? Hättest du den Mut, es mit dieser neuen Welt aufzunehmen? Hättest du den Mut, die Wahrheit zu entdecken? Dariel Sansain, glaube ich, wird es ausgesprochen, lebt mit seiner Familie seit 25 Jahren in einem kleinen Haus südlich des Gare de Lyon in Paris. Sein Alltag ist alles andere als gewöhnlich. Er ist ein Vampirhunter. Durch seinen Vater wuchs er in der Überzeugung auf, dass es keinen anderen Weg gibt, um zu überleben, als diese Kreaturen auszuschalten. Er lebt nur für diesen Kampf, bis sein Leben in einer Nacht komplett aus den Fugen gerät und plötzlich nichts mehr so ist wie zuvor. Nach und nach lernt er eine Welt kennen, von der er nicht weiß, ob er sie für besser oder schlechter halten soll. Die Schicksale von Dariel und Kara treffen aufeinander. Beide sehen sich eigentlich nur nach Normalität. Aber was sie bekommen, ist weit davon entfernt.
Immer mehr werden sie in die Geheimnisse einer fremden Welt verwickelt. Letztlich müssen sie sich von Paris verabschieden und von allem, was sie zu wissen glauben. Ja, mehr will ich jetzt gar nicht vorlesen. Ja, die liebe Kara, die ist ein, ich sag mal, ein Halbvampir. Die ist zwar gebissen worden, hat sich aber nicht ganz zu einem Vampir verwandelt. Und die gute Kara, die lebt mit Ginga, ihrer besten Freundin, die ein ganzer Vampir ist, ja, in so einer Art WG. Ja, und die treffen eben auf diesen, ja, Vampirjäger, den guten Dariel. Ja, und der zieht dann irgendwann, warum auch immer, müsst ihr lesen, bei denen in diese Villa ein, in ihre WG. Trotzdem, tja, da geht es noch viel, viel mehr. Um eine Welt, eine Art Parallelwelt zu unserer, die eben sich Navisur nennt. Und tja, es hat offensichtlich den Anschein, dass irgendwie tja, die Kara und die Ginga irgendwie etwas mit dieser Welt zu tun haben. Und ja, was da genau passiert und was da Magisches noch auf Dariel alles zukommt, und ja, wie und warum er da genau in die ganze Geschichte verstrickt wird, das müsst ihr schon selber lesen. Ich habe, wie gesagt, ich habe im November das Präludium und das Draquadest von Kara gelesen und musste unbedingt weiterlesen, und habe dann eben die Sicht aus Dariels, ja, die Sicht von Dariel gelesen, jetzt die beiden Teile. Und ich kann euch ohne Witz, ich bin da zuerst so mit dem, nachdem ich die ersten beiden Teile von Kara gelesen habe, habe ich mir so gedacht, ja, ich weiß ja eigentlich schon so, was jetzt passiert ist. Warum sollte ich jetzt die Sicht von Dariel noch lesen? Aber ohne Witz, und da hat Mary Kronos Großartiges geleistet. Das ist wirklich toll geschrieben und so, diese unterschiedlichen Sichten. Also es ist tatsächlich so, dass ihr, wenn ihr beide Sichten habt, erst gelesen habt, dann habt ihr eigentlich wirklich den Durchblick, was da in der ganzen Story eigentlich wirklich passiert. Obwohl beide Sichten getrennt voneinander sehr super und sehr unterhaltend sind, also dir fehlt weder bei dem einen Handlungsstrang von Dariel noch bei dem anderen Handlungsstrang von Kara irgendwas. Die sind beide sowas von super. Also man vermisst gar nichts. Ich kann es euch nur ans Herz legen, dass ihr tatsächlich beide Sichten lest. Ja, das mal dazu. Ja, kurz vorm Weihnachtsurlaub ist dann bei mir ein kleines bisschen, ja, stressig geworden. Deswegen habe ich dann erstmal eine kleine Lesepause eingelegt und jetzt im Weihnachtsurlaub bin ich dann dazu gekommen, dass ich Stigmata gelesen habe.
von Beatrice Gurian. Ich lese euch auch mal ganz kurz hier den Klappentext vor. Die Schatten der Vergangenheit, sie holen dich ein, immer. Nach dem rätselhaften Unfalltod ihrer Mutter ist Emma vor Trauer wie erstarrt. Bis zu dem Tag, an dem sie einen anonymen Brief erhält, mit der Aufforderung, finde die Mörder deiner Mutter. Doch warum hätte man Emmas sanfte Mutter umbringen sollen? Die Spur führt Emma zu einem Elite-Jugendcamp in einem düsteren Schloss in den Bergen. Dort stößt sie auf unheimliche Fotografien, die mit der Vergangenheit ihrer Mutter in Zusammenhang stehen müssen. Gleichzeitig häufen sich die mysteriösen Zwischenfälle unter den Jugendlichen des Camps. Jemand spielt ein böses Spiel mit Emma. Kann sie die Zeichen richtig deuten und ihr eigenes Leben retten? Ja, ich habe das Buch schon länger auf dem Schirm gehabt, aber irgendwie hat mich jetzt erst vor kurzem die liebe Steffi überzeugt, dass ich das Buch doch endlich mal lesen sollte. Gesagt, getan. Mir hat es echt getaucht. Das Genre ist vielleicht nicht ganz so meins. Das ist so eine Mischung zwischen Krimi, Thriller, Drama, so. Aber dafür, wenn ihr gerne solche Sachen lest, dieses Genre, dann ist es auf jeden Fall eures. Mir hat es richtig gut gefallen. Also von dem her kann man schon mal lesen. Ich hatte es schon des Längeren auf dem Schirm und deswegen musste ich das jetzt endlich mir mal reinziehen. Ich habe hier ein Hörbuch und ihr seht, das ist noch verpackt. Ich habe das aber bei Audible, weil ich war zu faul, dass ich mir die CD jetzt runterhole und also wisst ihr schon formatiert, das Format, die Brenn abspeichern, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Das ist auf jeden Fall von Miriam Rademacher, die Autorin von Benji Livy. Das ist ihre Krimi-Reihe, die im Carpathia Verlag erschienen ist. Und weil, wisst ihr, die gute Frau, die liebe Miriam, die hat so einen hammergeilen Schreibstil, der mir unheimlich taugt. Ja, daher hat es mich, obwohl ich ja eigentlich kein Krimi-Leser bin, hat es mich mal interessiert, wie denn so diese Krimi ist, denn die liebe Miriam da geschrieben hat. Anfang des Jahres in Leipzig, auf der Leipziger Buchmesse, da war ich auf einer Lesung von Miriam Rademacher, bei der sie aus ihrem, ich glaube, das war der neueste, also das ist hier der erste Teil der Krimi-Reihe, aus dem aktuellen Krimi hat sie da vorgelesen und ich fand es so unterhaltsam, so lustig auch, lustige Krimi. Ihr wisst, die Miriam, die kann so richtig tolle, spannende Bücher schreiben, bei der aber der Humor auch nicht zu kurz kommt. Und ich glaube, ich lese euch das mal hier vor.
Ein Dorf in Mittelengland, zwei Morde und ein ungewöhnliches Ermittlertrio. Die alte Mrs. Summers sitzt eines Morgens tot im Sessel, ein Bratenthermometer im Gehörgang. Im Wald wird ein unbekanntes junges Mädchen gefunden, erschlagen mit einem Fleischklopfer. Ex-Tanzlehrer Colin, Pfarrer Jasper und die beinahe kleinwüchsige Krankenschwester Norma haben eine ganz eigene Idee, wie man den ominösen Küchenutensilienmörder findet. Man bringt ihm das Tanzen bei. Ja, und das ist genauso kurios, wie es sich anhört. Der gute Colin ist ehemaliger Tanzlehrer und hat eine Fähigkeit. Er kann durch seine Erfahrung als Tanzlehrer Leute durch ihre Bewegungen, durch ihr Gehen sehr gut vom Charakter her einschätzen. Und daher kommt da bei den Morden kommen sie da auf die Idee, also der Dorfpfarrer und die Krankenschwester, die Norma, das auszunutzen und dadurch möglicherweise die Verdächtigen in diesem Mordfall einzugrenzen, ne? Irgendwie. Und es ist so kurios und so geheimnisvoll, wie es klingt. Und es ist auch so witzig. Ohne Witz, dafür, dass ich eigentlich kein Sohn würde, also früher mal die Miss Marple oder so, wisst ihr, so die klassische Sherlock Holmes. Aber so, wisst ihr, so diese typischen Krimis. Das ist so gar nichts für mich eigentlich. Und deswegen finde ich es umso cooler, dass mich, wie gesagt, der Schreibstil von der lieben Miriam Rademacher hat das Ganze, glaube ich, echt rausgerissen, weil das halt, also, wisst ihr, wenn mich mal ein Krimi so richtig mitreißt und mir so richtig taugt, dann muss das echt gut sein. Und von dem her, an alle Krimi-Leser da draußen, zum Empfehlen, lieber Daniel, ja, der Meier, so, ne, für dich absolut eine Empfehlung. Musst du dir mal reinziehen, weil richtig, richtig, richtig cooler Krimi. Auch, und das muss ich jetzt dazu sagen, extra, das sage ich jetzt nicht nur, weil die CD habe ich auf der Leipziger Buchmesse vom Carpathia Verlag geschenkt bekommen. Von dem her, wisst ihr, ist es ja tatsächlich sowas wie Werbung. Wisst ihr, ne? Deswegen sage ich das jetzt nochmal extra dazu. Ja, ich habe die CD geschenkt bekommen, aber wie ihr seht, die ist noch verpackt, ne? Und dementsprechend bei Audible habe ich mir das ja durch meinen eigenen Beitrag wisst ihr, reingezogen und finanziert, dementsprechend einmal dahingestellt, ich habe ja jedes, nur dass ihr Bescheid wisst, ich habe die CD geschenkt bekommen.
kommen wir dann eben gleich mal zu den Neuzugängen, weil mehr habe ich jetzt nicht mehr gelesen bzw. gehört. Stigmata einmal als Neuzugang in diesem Monat haben wir gerade gesehen. Und von der lieben Anna Ruhe, Duftapotheke, das Rätsel der schwarzen Blume. Ja, das ist der zweite Teil der Duftapotheke. Ja, die liebe Lucy. Lucy Alvenstein hat ein Geheimnis. Tief unter ihrem Haus gibt es ein verstecktes Zimmer, die Duftapotheke. Hier werden magische Düfte gebraut, in denen eine große Macht schlummert. Seit sie die Duftapotheke entdeckt haben, ist es die Aufgabe von Lucy, Mats und Benno, sie zu schützen. Doch dann verschwindet eines Tages ausgerechnet das Meteorpulver, die wichtigste Zutat für die Düfte. Ohne sie kann Mats seinen Vater nicht von der Wirkung des lieblosen Dufts befreien. Auf der Suche nach dem Dieb reisen Lucy und ihre Freunde bis nach Amsterdam. Dort bekommen sie Hilfe von einem verschrobenen Blumenzüchter und von einem Mann, der gar nicht mehr leben dürfte. Ob sie zusammen das Meteorpulver finden und so die Duftapotheke retten können? Ja, ein echt duftes Kinderbuch steht da, hat scheinbar von der FAZ, ein Literaturkritiker, gesagt. Ist aus dem Arena Verlag. Grüße nach Würzburg. Ja, da ist der Arena Verlag zu Hause. Schaut euch mal wieder dieses hammer ultra geile Cover an. Ja, das Buch hat wie die anderen Teile keinen Schutzumschlag, ist aber völlig egal, ist ein super schönes Buch und das ist eben der zweite Teil. Ich habe vor kurzem letzten Monat den ersten Teil gelesen und ich musste mir jetzt unbedingt auch den zweiten Teil holen und ich will den auch jetzt noch ganz zeitnah lesen, weil richtig geil. Also jedenfalls der erste Teil und ich finde zweite Teil hört sich auch wieder super spannend an. Ja, jetzt ist, ich glaube, der 29. Dezember ist heute. Mal schauen, wie schnell es geht, dass das noch online kommt. Wenn ihr das Video seht, dann wünsche ich euch, noch in 2019 seht, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020 und falls ihr es erst 2020 seht, wünsche ich euch ein schönes Jahr 2020. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.